Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Digimon World 2003. Im letzten Part haben wir uns die drei Digimon geholt. Eigentlich habe ich vor, den Thelma im Mirage-Turm herauszufordern in einem Kartenkampf. Nur der wollte nicht, der wollte mit uns einen Digimon-Kampf machen. Das habe ich jetzt gemacht. Er hat einen Tapiomon eingesetzt. Ich habe es mit einem One-Hit-Kill von Mega Gagomon erledigt. Offscreen habe ich jetzt nicht trainiert und ich habe mal gedacht, weil ich habe mich dann erkundigt, warum wir gegen den nicht antreten konnten. Jetzt gucke ich kurz den Ingame, sonst bedröhnt mir doch ein bisschen zu sehr in den Ohren. Und der Veron ein Charisma von 2200 irgendwas und meine Digimon haben nur ein Charisma von 1800 irgendwas. Von daher fällt das dann schon mal flach mit dem Themas. Sehr, sehr schade. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt trotzdem eine Epic Card uns besorgen, und zwar gibt es hier oben ein Löchlein. Ja, und vor diesem Löchlein waren ein paar Digimon namens Erdramon, ja, die uns auf den Sack gehen, da. Okay, das reicht als hier One-Hit Kill, wir befinden uns im Azuka-Server. Und uns auf den Sack gehen, nein, in diesem Loch ist dann eine weitere Epic-Karte drin. Ich werde das jetzt so machen, pro Part eine Epic-Karte, egal wie lang der Part geht. Sei es, wenn der Part nur 10 Minuten geht, geht der Part nur 10 Minuten, ja, ich werde das jetzt so machen, vielleicht dauert es auch länger, also der Part geht dann quasi so, wir gehen in das Loch rein momentan und wir werden das Digimon jetzt suchen. Hier, was hier? Die Epic Karte, das geht auch so, da brauchen wir kein, kein bestimmtes Charisma für. Ja, vielleicht werde ich dann auch nochmal die Duelllinse nochmal besuchen. Aus dem ganz einfachen Grund. Vielleicht müssen wir die sogar öfters machen, um uns, oder vielleicht kriegen wir dann nochmal bessere Pokale. Was unser Charisma dann auf jeden Fall steigern wird. Ich weiß nicht, wo ich hier lang gehen muss, deswegen kann es jetzt lange dauern, oder es kann ja sehr, sehr schnell gehen. Na gut, ein paar wilden Digimon wird es wahrscheinlich nicht mehr so schnell gehen. Ein Raremon. Ja. Da wir genug MP mit Girmon und so weiter haben, machen wir mal gleich unsere Superattacke drauf. Wir brauchen halt immer die Erfahrungspunkte von den wilden Digimon. Okay, also zwischen Materasus-Server und Azuka-Server in der Platine merkt man so gut wie gar keinen Unterschied. Was ich mir immer frage, wurden die Löcher von Bulbmon erstellt oder nicht? Sehr interessante Frage vielleicht für euch. Ja, heute bin ich irgendwie ein bisschen mit mehr Lust mit am Aufnehmen hier von Digimon World 2003. Ah, letzten Pass war noch ein bisschen nervig, da so Sachen zu machen, ja, die jetzt einen ja nicht gerade herausfordern. Und ich glaube, ich bin schon richtig. Jawohl! Hier ist ein Black Agumon, gegen den wir jetzt einen Kartenkampf machen. Hier bist du. Ich habe auf dich gewartet. Tja, und wir sind bei 3 Minuten. Und ja, was benutzt er denn? Gegenangriff-Ordner. Level 92. Das hört sich ja jetzt nicht gerade schwach an. Nicht mal gerade schwach auf der Brust. Okay, diese Hand kann ich eigentlich begraben. Er tut passen, nicht zu passen. Ich kann 2 Imperialdramons rufen. Okay, momentan würde ich sogar noch gewinnen. Er tut passen. Ich tue auch passen, weil was kommt daraus? Eine Digitation, das ist dann 6-8, Triceramon. Ja, und ich gewinne ja trotzdem, weil ich noch HP übrig habe. Ja. Die erste Runde geht an mich. Also da, ey, was ist denn das, ey? Hallo Level 92, erwarte ich was von dir, hallo. Okay, mit der Hand ist man auch nicht gerade besser bedient. Wollen wir uns mal vielleicht seine Hand mal anschauen? Okay, nein, er kontert einen Eiskäfer dagegen. Was du kannst, kann ich auch. Kontern wir da noch einen Eiskäfer dran. Lege eine Karte ab. Ladeterminal. Weg damit. Tut passen. Warum ich jetzt Ladeterminal gemacht? Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir spielen fieses Haken. Kommt ein Eiskäfer dran gekettet. Genau, das war's. Tut passen, nicht tut passen. Wähle deine Digimon. Ich habe keine, also nix. Er hat nur 1. Das könnte man denken, das war's schon. Nein, das war's natürlich noch nicht. Wir haben noch Angemon rufen.
So, bitteschön, da liegt noch ein Patamon in die Zone. Das reicht immer noch nicht. Lege zwei Karten des Gegnerstabes ab. Von mir aus. Okay. Ich bin okay. Der war jetzt eigentlich relativ schwach auf der Brust. Aber was kriegt von dem jetzt nicht von der Karte? Weil ich habe jetzt keine Epic-Karte gesehen, die er gezeigt hat. Verloren. Hm. Hier ist eine sehr mächtige Karte. Tor des Glücks. Okay, Tor des Glücks sagt mir jetzt gar nichts. Der war einfach. Muss man ja fairerweise echt sagen. Tor des Glücks kenne ich aber gar nicht. Was ist das für eine Karte? Weiß nicht, das ist wie eine Karte. Ja, das ist eine gute Frage. Und auf diese Frage gebe ich jetzt gleich eine Antwort. Sogar noch eine Digimon-Ladung drin. Was war es jetzt? Tor des Glücks. Tausche alle HP und HP der beiden Spieler aus. Wieso nur einmal? Okay. Wenn wir die austauschen. Puh, die sieht aber richtig geil aus. Tor des Glücks. Schade, kriegen wir die nur einmal. Aber die ist gut. Tauscht. Ach, deswegen hat er auch keine gespielt. Dann kam die wahrscheinlich in der dritten Runde vor. Ja. Das war die zweite Epic-Karte. Tor des Glücks. Auf jeden Fall echt nice. Also tausche alle HP und HP des Gegners aus. Boah, krasse Scheiße, ey. Das heißt, wenn wir echt mal keine Digimon haben, wir haben eine Täuschungsmatte. Ich spiele die aus. Ich spiele die knallhart aus. Deswegen heißt es wahrscheinlich noch Tor des Glücks. Oder des Elends, ja. Elend für den Gegner dann, ja. Nicht für uns. Ob ich jetzt mal da ein Haken auf meiner schönen langen Liste setzen, wenn ich jetzt in Google schreibe hätte. Ha! 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 Wieder unvorbereitet in so ein Part reingegangen. Das ist Determined F1 Style. Wo war das denn jetzt? Azuka Lärmwürste, ne? Byakko City, da war ich jetzt reingegangen. Kam ich jetzt von hier? Oh Gott, ja, der Ausweg, das kann lange dauern. Der Parking kommt da nur 7 Minuten, ein bisschen kurz. Also, das war jetzt der zweite Punkt. Wir können mal ganz kurz gucken, wo ich als nächstes hingehen könnte. Südliches Ödland! Das wäre der nächste Anlaufpunkt. Dafür muss ich jetzt mal aus diesem Labyrinth hier raus. Das ist schon 2 Epic-Karten von 15. Ich find's nice. Ja, ich klinge mir doch schon, dass jeder Part 15 Minuten lang gehen wird. Es sei denn, ich finde auf Anhieb den Ausgang. Ne, ich finde erstmal ein paar Sackkassen hier. Ja. Oh, ich hätte den Weg merken sollen. Habe ich natürlich leider nicht. Ja, ich merke mir sowas nicht. Ich merke mir sowas nicht. Aber wir haben wieder lange Laufwege, das kommt auch wieder hinzu. Raron ist verwirrt, es möchte gerne den Mittelpunkt gehen, du gehst den Mittelpunkt, weil ich dich jetzt erledigt habe. Ich bin gespannt, was Bitzemons Spezialattack ist, ob das wirklich mit seinen Pistolen was zu tun hat. Theoretisch ja. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Südliches Ödland haben wir jetzt dann noch. Mazuka Server, Mirage Turm. Ich gucke gerade nicht auf den Bildschirm, deswegen weiß ich nicht, wo ich lang laufe. Ja. Südliches Ödland, Frostberg. Ne, Mazuka, Mazuka. Ne, das war's dann schon im Westsektor dann. Bis auf den Mirage Turm dann halt. Ja, genau. Dann kann ich ja mal ganz kurz gucken, wo wir dann. Dann jetzt ist es wieder in der Palk. Nee, gar nicht wahr. Ich muss nach Azuka gucken. Das ist ein bisschen problematisch. Azuka sind halt schon allein 5 Tamers. Das ist auch schon so ein Knackpunkt. 5 Tamer.